Name ist Katharina Durani. Ich lese euch von meinem Fantasy-Science-Fiction-Jugendroman Experiere ein Stück vor. Es geht um die junge Frau Ina, deren Leben sich über Nacht komplett verändert und sie in einer komplett neuen Welt aufwacht. Zeitig am Morgen des nächsten Tages hetzte Caesar die weiten verwinkelten Gänge entlang in Richtung Labor. Ihr Gefährt schwebte geräuschlos einen guten halben Meter über dem Boden, legte sich in die Kurve und flitzte durch die große, mächtige Eingangshalle des Schlosses. Caesar saß auf der schwebenden Plattform wie Aladdin auf dem fliegenden Teppich. Es war ruhig und menschenleer. Das Leben hier begann erst in einer Stunde. Zuvor musste sie Ina zur Flucht verhelfen. Das war sie ihrer Schwester schuldig, nachdem sie sie in diesen Schlamassel hineinmanövriert hatte. Caesar hasste es, Alons, einen jungen Sartorianer, um Hilfe bitten zu müssen. Aber sie hatte keine andere Wahl. Nur er konnte ihr ein Zeitfenster von 60 Minuten mit Ina verschaffen, ohne dass jemand davon erfuhr. Caesar betrachtete kurz das funkelnde, steinbesetzte Armband, das sie im Handgelenk trug. Diese verdammten CC3, die jeder Einwohner im Schloss zu tragen verpflichtet war. Warum hatte ihr Vater diese unnötigen Mikrocomputer allen aufgedrängt? Diese Totalüberwachung nervte sie bereits seit Jahren. Andauernd musste sie sich von ihren Eltern anhören, wieso sie sich mit Freundinnen in Boutiquen herumtrieb, anstatt zu lernen. Was hatte es für einen Sinn, wenn man in der Sicherheitsabteilung über den Verbleib des Einzelnen Bescheid wusste? Keine Terrorangriffe, keine Überfälle, keine Morde, nichts. Und trotzdem wurde jeder von einem hochsensiblen Computersystem überwacht. Immer. Oder gab es wegen dieser Überwachung keine kriminellen Handlungen? Ja, der Palast war ein riesiger Gebäudekomplex mit ständigem Kommen und Gehen. Eine Drehscheibe intergalaktischer Beziehungen, wenn man so wollte. Gefährlich? Nein. Es gab Sicherheitsschleusen, die jeder durchlaufen musste, wenn er hinaus oder hinein wollte. Alles computergesteuert. Genau da lag das Problem. Caesar musste einen Weg finden, sich mit Ina ungesehen vom Labor wegschleichen zu können. Sie wollte sie zum Loki-See bringen. Ina war jetzt sowas wie ein Amphibie. Und Caesar wollte, dass sie ihre neuen Fähigkeiten zugleich zur Flucht nützte. Von dort aus sollte Ina bis zur nächsten Stadt tauchen, eine Raumfähre nehmen und nach Hause zur Erde reisen. So weit, so gut. Ein toller Plan. Alons hatte sie ein Märchen erzählt. Irgendetwas von Schwesternliebe und Intimität. Der Idiot hatte geglaubt und Inas und ihren CC3 umprogrammiert. Niemand würde das Verschwinden der Edischen bemerken, wenn es nur schnell ginge. Ina, wach auf! Caesar rüttelte sanft ihre Schwester. Schon wieder einmal. Was ist? Ina sah das Mädchen überrascht und durchdringend an. Du bist meine Schwester, stammelte sie ungläubig. Theresa, ich kann es nicht glauben. Caesar fing zu heulen an. Es ist alles meine Schuld. Ich hätte meinen Vater nicht überreden sollen, dich von der Erde zu holen. Deinen Vater? Fragte Ina ein wenig verwirrt. Du meinst Xio, er ist ein Adoptivvater. Ja, natürlich, aber ich kenne unsere Eltern ja gar nicht. Caesar wischte sich die Tränen von den Wangen. Ich auch kaum, überlegte Ina. Wo sind sie? Das weiß ich nicht so genau. Ich habe keinen Kontakt zu ihnen, aber sie leben, murmelte das Mädchen. Aber eines weiß ich ganz genau. Ich möchte dir zur Flucht verhelfen. Ich habe sie bis ins Detail geplant. Gut, meinte Ina. Wie sieht dein Fluchtplan aus? Sie schwang sich aus dem Bett und stand auf. Nicht mehr so wackelig. Sie hatte Kraft geschöpft und fühlte ungeheure Lebensenergie in sich. Ich bringe dich zum Loki-See. Von dort aus kannst du bis nach Rambala schwimmen. Was ist Rambala? Rambala ist eine nahegelegene Stadt, die über einen Raumschiff-Flughafen verfügt. Aber zunächst musst du einen kleinen Abschnitt des Sees durchqueren, damit du von hier wegkommst. Du willst, dass ich was mache? Ina schaute sie verwirrt an. Du hast mich schon verstanden, Ina. Ich möchte, dass du tauchst. Du kannst unter Wasser atmen und das wird dir echt nützen, glaube mir. Niemand wird dich finden. Tauchen? Stammelte Ina entsetzt und legte für einen Augenblick die Hände auf ihre Seiten. Das kann ich nicht. Wir haben nur wenig Zeit, Ina. Caesar griff nach Inas Handgelenk, warf einen Blick auf ihr schimmerndes Armband. Inas CC3. Es wird knapp, komm schon!